schnell. Speed up. Guck mal, jetzt ist das hier der neue Meat Boy. Nein, Alonso von der Schnelligkeit und so. Nein, das ist Sonic. Ich habe zwar keinen Plan, ob irgendjemand von euch Formel 1 und so guckt. Ich tue es nicht. Ich bin mehr für Fußball. Schon wieder zweiten goldenen Schlüssel. Ja, da ist ja jetzt das. Okay, wenn wir jetzt sagen, nächste Woche Samstag ist das das Finalspiel Dortmund-Bayern. Ah, Dortmund interessiert sich doch für keiner. Aber in dem Spiel wäre ich auch für Dortmund. Nee, ich weiß nicht, für wen ich bin. Hauptsache deutsche Mannschaft Bayern gewinnt. Aber wenn das hier hochgeladen ist, das könnte vielleicht sogar sein, dass das Samstag hochgeladen wird. Wir haben jetzt Donnerstag. Das heißt, Freitag, Samstag und dann nochmal eine Woche. Heute, in 9 Tagen, ist das Endspiel. Wir haben jetzt den 2. Mai 2013. Gucken wir das zusammen? Kann ich. Klar, trinken wir ein Bierchen zusammen. Du und Bier. Ja, sicher. Ich bin doch hier der größte Säufer auf der Welt. Mhm. Nein, bin ich nicht. Doch, klar. Das war gerade zugegeben. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin nicht für Bayern. Bayern ist so arrogant. Weil? Sie sich den Erfolg kaufen, weil sie Geld haben. Ja, haben halt Geld, aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Ja, aber die kaufen sich die ganzen guten Spieler zusammen, dann deswegen sind sie gut. Ja, ja, wir sind doch eh beide nicht Bayern-Fan, von daher. Trotzdem sind sie arrogant. Ich will Bayern hier jetzt nicht groß verteidigen, weil ich kein Bayern-Fan bin, von daher. Du hast keine Ahnung von Fußball. Meinst du? Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Aber ich sollte mal zum Boss gehen, das weiß ich. Ja, dann mach auch mal. Ich bin ins Bett. Ja, lass ich mir extra Zeit und geh nochmal unten hin. Oh, Arsch. Ich meinte natürlich. Oh, piep. Ja. Du bist auch so ein Piep. Ja, man darf doch keine Schimpfworte benutzen. Ja, weil YouTube jedes Video direkt sperrt, wo ein Schimpfwort vorkommt. Weißt du's? Ja. Ich nicht. Schade. Na, kannst du mal sehen. Fistula! Ah. Was? Hatten wir doch gerade schon, kennst du ihn doch schon. Ah ja, der kugelt sich ja so. Ja, die. Aber da hab ich nicht auf den Namen geachtet. Hab ich aber vorgelesen. Echt? Hab ich nicht zugehört. Manchmal höre ich dir einfach nicht zu, da schalten sich meine Gedanken aus und dann kommt da so ein Affe mit der Zirkusmusik und klatscht dann immer so zusammen. Ja, genau. Ja, am Arsch, ey. Nee. Das war eigentlich mehr im Gesicht. Na, ja, Bossmusik geht weiter, obwohl der Boss tot ist. Logik. Wo bist du? Ich höre keine Musik. Will ich beides nicht haben. Ich bleib bei meinem Schimmer. Was ist das denn da für ein Katzenkopf? Ich weiß nicht, ob der das ist, der einen neuen Leben macht. Bin nicht sicher. Ja. Nimm den doch einfach mal mit. Nein, nein. Das kostet mich 2 Herzen, die ich dann noch weniger tragen kann. Dann bin ich wieder nur auf 3. Hab ich keinen Bock drauf. Ah, ich habe ja die Karte. Ich geh mal links, ja. Oh, eine rote Kiste. Oh. Rote Kisten sind ja so toll. Ja. Wow, 3 Fliegen. Die werde ich auch so lange noch haben. WTF! Hat der gerade die... Das hatte ich ja noch nie, ey. Hast du das gesehen? Der wirft seinen Kopf weg, ne? Ja, aber der hatte dann den Körper an einem Hals und am anderen Ende vom Hals war noch ein Körper. Ja, hab ich gesehen. Bin ja nicht blind. Voll unlogisch. Nein, ich fand das natürlich sehr logisch. Weil alles in diesem Spiel logisch ist. Hab ja nicht gesagt. Ja, doch. Sind das Hirne? Ja, ich hab ja manchmal für Schnecken gehalten.
Aber davon gibt's. Das sind doch voll die Schnecken. Aber nein, davon gibt's auch größere. Das sieht man das eindeutig, dass es die hier sind. So, jetzt kommt hier noch der apokalyptische Reiter. Das müsste War der sein. Der apokalyptische Reiter. Wie bitte? Der zweite Cube of Meat. Ich hab den immer noch nicht verstanden. Musst du nicht. Mach ich nicht. Diese Sandkarte ist sehr schön. Die weiß ich, was sie bringt. Jetzt gehen wir nach rechts. Ja, rechts ist aber doch klar, rechts ist der ganze Raum. Wenn ich dich nicht hätte. Was dann? Ja, so viele Stöhne. Guck mal, durch sowas machst du mich immer nur schüchterner. Du bist gar nicht schüchtern, du redest dir voll normal. Nein, tu ich nicht. Ich bin schüchtern. Ich bin total eingeschüchtert. Das bildest du dir ein, aber du redest ja trotzdem ganz normal. Also bist du nicht schüchtern. Ja, weiß ich doch. Psst, muss ja keiner wissen. Ja. Genau. Die da rumlaufen, ey. Das Wasser schmeckt nicht. Wasser schmeckt nie. Nach irgendwas. Bad Meinberger. Stehst du? Jo. Geil! Ohne Scheiß. Der dritte One in Folge, wo ich die Kerze kriege. Das ist kein Zufall mehr. Doch. Das ist, weil ich dabei bin. Ich mache jetzt mal Co-Moderator. Ist für dich viel leichter. Und... Ne? Ab und zu muss auch mal alleine sein. Ich wollte auch eigentlich alleine, aber nein, da wollte ja jemand Co-Moderator spielen. Nein, du hast mich auf Knien angebettelt. Bitte, bitte sei mein Co-Moderator. Genau so ist es abgelaufen. Ja, nicht anders. Wow, 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 wow. Scheiß du. Wir sind ja in The Depths 1, das heißt, fünfte Ebene. Läuft doch. So, aber jetzt, wo wir die Fackel und diese Sandkarte haben, was will denn jetzt noch schief gehen? Vieles. Bei dir wäre ich mir da nicht mal so sicher. Und der Skelettschlüssel, jetzt habe ich 99 Schlüsse. Was will noch schief gehen? Was bringt dir das? So gesehen unendlich Schlüsse. Ja, und was bringt dir das? Ich kann jede goldene Kiste aufmachen, jeden Laden öffnen, jeden Schatzraum halt, aber die haben wir ja hier nicht in der Challenge. Guck mal, die haben überhaupt keine Köpfe. Ja. Schatzräume sind halt Räume in jeder Ebene, wo es ein gratis Item gibt, aber die gibt es halt in der Challenge nicht. Dafür startet man halt mit den Spinnen-Items. Weil das eine Challenge ist, eine Herausforderung. Merkst du, dass ich müde werde? Ach, gar nicht. Du hast gesagt, ich soll Scheiße labern, dann habe ich das ein bisschen getan und jetzt werde ich müde und kann keine Scheiße mehr labern. Weil wenn ich jetzt noch ein bisschen wach bleibe, dann laber ich noch mehr Scheiße und das will wirklich keiner. Konntest du mir folgen? Ah, nö. Hab kein Twitter. Bam. Der war nicht gut. Der war wirklich ne. Den Boden verkrochen. Nee, ist ja fast am Erdkern. Schon bei China rausgekommen. Oh, das tut ja noch mehr weh. Vor allem, ich habe den super geheimen Raum gefunden. Krass, wo? Den super geheimen Raum. Boah, ja, geil. Das will ich damit. 1, 2, 3, 8 Herzen. Ja, 1, jetzt 2, 3. Sammel sie doch ein. Ich bin voll. Hast du schon öfters gesagt, was? Oh Mann. Der musste sein. Guck mal, was der für ein schönes Symbol in der Mitte vom Raum ist. Das ist nicht schön. Ich habe mich das immer wieder gefragt, warum die Entwickler das gemacht haben. Ach ja, apokalyptischer Reiter War, würde ich mal sagen. Ja, boah, ich wusste es noch. Nein, Markus. Natürlich ist das nicht schön. Doch logisch.
sagst du jetzt? Ja, es wundert mich halt, dass das hier in dem Spiel so offen drin ist. Ich meine, das erkennt ja jeder. Nee, ich hätte es jetzt nicht erkannt. Ja, wenn du das so lang spielst wie ich und trotzdem so schlecht bist, dann erkennt man sowas. Musst du gleich wieder gegen Mamas Stinkefüße kämpfen? Jo, du weißt mal Cube of Meat. Ja, ich will einen Blutspendenautomaten. Ich habe jetzt 8 Herzen, verdammt. Ich will ja die auch spenden irgendwie. Irgendwie verbrauchen. Ich gehe jetzt überall hin, wo man Leben zu verbraucht. Da ist doch nur noch ein Raum. Ne, da sind noch Geheimräume. Vielleicht ist ja noch ein Casino, da wäre ein Blutspendenautomat. Das ist voll gut. Ist da jemand müde? Wie komme ich nur drauf? Ich bin nicht müde. Quatsch. Okay, kein Casino-Raum. Ich glaube, da oben kann ich noch ein bisschen Blut spenden. Wenn du nicht schon alle kaputt gemacht hast. Wow, Spinnen. Ja, ich hab jetzt einen voll geilen Raum gefunden und er bringt mir nichts. Er ist doch Kacke. Ja. Ich hab scheiße gelaufen, ne? Ja. Beim Laden noch irgendwas, das man gebrauchen könnte. Für die Ebene mit Mom. Revelation, Pille. Bad Trip im Arsch. Okay. Du bist gerade einfach durch den Hagen gerannt. Ja, diagonal. Sing for yourself. Ask again later. Frag mich noch mal in einer Stunde. Give up. Da liest du mal vor. Und guck mal, was die vierte Karte bringt. We will all die on one day. One day, baby, we'll be old. Oh, baby. Ja, ich sollte mich sehen. Die wievielte? Die vierte? The Emperor, oder was? Ja, genau. The Emperor. The Emperor. Teleportiert den Spieler in den Bossraum. Wird die Karte während dem Bosskampf benutzt, startet selbiger erneut und der Boss hat wieder volle Gesundheit. Es wird derselbe Boss sein, aber die Farbvarianten könnten sich ändern. Hinweis, am besten hebt man diese Karte für die jeweils letzte Ebene des Runs auf. Dann kann man sich die eventuell schwierige Ebene sparen. Okay. Ja, diese komische Kugel da gerade von der Wahrsager... Hab ich nicht gesehen. Vom Wahrsagerautomaten, egal. Nehme ich nicht mehr, die Fackel finde ich einfach besser. Und wir sind jetzt in Death 2 oder... Boah, Necropolis 2. Death 2, okay. Was meinst du, wo ist der Boss, wenn du die Karte so anguckst? In irgendeiner Ecke muss er sein. Ich würde sagen... Und... Ne, unten war er ja gerade schon. Oben. Nix. Okay, ich sag da ganz rechts. Was ist, wenn ich recht habe? Da hast du recht. Und dann? Nix. Warum? Was soll dann sein? Außerdem hast du nicht recht. Warum? Weil er kein Boss ist. Da meinte ich ja auch nicht, ich meinte da. Mhm, klar. Meinte ich echt? Sind das Geister? Die sind ja auch voll süß. Süß, klar. Ich finde es alles süß, was mich angreift. Na, oh, hast du die Steine gesehen? Ja, die haben mir, die schießen einen an. Die sind auch voll niedlich. Niedlich. Steine mit Augen. Wow, hat der Schlüssel dir viel gebracht? Oh Gott. Ich würde da bestimmt voll nicht mit klarkommen. Ja, am Anfang, wenn du mit Binding of Isaac anfängst, ist das so, dass du einfach voll verkackst und einfach nicht weit kommst.
Aber mit der Zeit wird das. Es ist einfach so, dass du Isaac am Anfang nicht magst. Das Spiel. Aber das wird hinterher. Das ist bei jedem so. Absolut jedem. Frag mal Mike Wars, der dieses Video dann eh nicht sehen wird. Ihr könnt voll dabei ihn lästern, er sieht das eh nicht. Ha? Wieso nicht? Warum guckt er sich das nicht an? Weiß nicht, vielleicht guckt das so. Nice. Vielleicht guckt das ja an. Vielleicht guckt das ja an, gerade weil du hier bist. Dabei. Ja, klar. Also, jetzt reden wir so über ihn. Minecraft, falls du dir das hier anguckst, ne? Hallo von mir. Du hast eine echt geile Stimme. Sie lügt. Nein, tue ich nicht. Ja, kann gut sein. Ha, geil. Okay.